Hallo und willkommen zu einem neuen News-Video eures Lieblingsmontis. Ach, es ist schon lustig. Mal beschwere ich mich, dass es kaum News gibt. Und diese Woche, wo ich mich ja eigentlich um das Review der NZXT Kraken X42 kümmern wollte, komme ich einfach nicht dazu, da das Internet ja förmlich brodelt. Und wie ihr wisst, bin ich kein Fan von Sammelnews und muss mir daher immer das Interessanteste herauspicken. Da ich über AMDs Vega die letzte Woche ja nun wirklich mehr als genug berichtet habe und es trotz heutigem Launch der Frontier Edition eigentlich nichts Neues gibt, würde ich doch sagen, dass wir heute mal wieder zum Ringgegner Nvidia wechseln. Denn es soll ja auch ein fairer Kampf sein und bleiben. Schon allein deshalb ist eine Nvidia News heute schlecht. Und die heutige News ist für Gamer eventuell ein Schlag mitten in die Ich meine natürlich ins wunderschöne Gesicht meiner Zuschauer. Warum? Tja, 10, 9, 8. Null! Ha, da bin ich wieder. 10 Sekunden sind aber auch echt übelst lang. Was ich da nicht alles hätte machen können. Ein 100-Meter-Lauf, ein Maß Bier auf Ex trinken, ein Video vom Bibi produzieren. Die Möglichkeiten sind einfach unbegrenzt. Okay, ich habe ein bisschen übertrieben. Den 100-Meter-Lauf würde ich wohl nur mit kräftiger Unterstützung eines ordentlichen Sperrfeuers von hinten hinbekommen. Wobei man vielleicht ja doch eher eine 0 streichen sollte und einen 10-Meter-Lauf daraus machen sollte. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste, wie ihr wisst. Worum ging es denn eigentlich nochmal? Ah ja, irgendwelche Grafikchips. Volta oder so, richtig? Ah, okay. Also, ihr kennt doch die beliebte Internetseite Fazilla. Nein? Ja, okay, ich aber. Und ja, das reicht ja eigentlich auch. Denn ihr guckt meine Videos ja schließlich, weil ihr euch lieber von mir bespaßen lasst, als im Internet rumzusuchen. Fazilla ist jedenfalls für recht seriöse Hardware-Infos bekannt und hat einen erschreckenden Artikel auf die Welt losgelassen, nach dessen Lesen man doch erstmal ein paar Mal schlucken muss. Ich zumindest. Denn laut Fazilla sieht es wohl so aus, dass Nvidias Volta-Architektur eventuell gar nicht für Gaming-Grafikkarten zum Einsatz kommt. Warum? Ja, dies hat mehrere durchaus auch für IQ-schwache Mitglieder dieses Planeten nachvollziehbare Gründe. Zum einen ist es so, dass der Workstation- und Serverbereich für Nvidia wohl extrem lukrativ ist. Ja, auch kein Wunder bei exorbitanten Preisen von mehreren tausend Euro für an sich ja identische Hardware wie die Gamer-Karten. Und hierfür muss man jetzt eigentlich auch kein Mathematikprofessor sein, um zu wissen, dass man die gleiche Hardware dann doch lieber für mehrere tausend, ja, statt mehrere hundert Euro verkauft. Bei diesen Margen darf man Nvidia leider nicht mal böse sein, denn jeder von uns würde es ganz genauso machen. Seid ehrlich. Laut Fazilla soll Volta aber wohl sowieso von Grund auf eher Richtung Workstation-Chip-Design zu sein. Und eventuell auch gar nicht optimal für Grafikkarten geeignet sein. Und dann gibt es ja noch den zweiten Grund, den ich ja schon seit Monaten predige. Es ist nämlich selbst nach AMDs Vega-Launch so, dass schlicht kein Bedarf an Volta im Gaming-Markt herrscht. Intel hat es jahrelang vorgemacht und gezeigt, dass ohne entsprechende Konkurrenz auch keine deutlich leistungsfähigere Hardware veröffentlicht werden muss. Nvidia würde sich nämlich nur selbst Konkurrenz machen. Besonders in der Hinsicht, da Vega wohl mit Glück die Leistungen einer 1080 Ti erreichen wird, dies jedoch wohl nur unter extrem Stromdurst. Ja, und wenn ich Volta, was kommt dann? Ja, das ist eigentlich jetzt nicht so schwer zu erraten. Es kommt dann nämlich wohl schlicht ein Pascal Refresh in 12 Nanometer Fertigung. Und das lag ja schon seit Wochen in der Gerüchteluft, dass diese eventuell auch so kommen könnte. Laut Fazilla wird Nvidia wohl dem berühmten Intelschen TikTok-Modell folgen. Das heißt, nach jeder Architektur folgt erstmal ein Refresh. Wenn man sich hier aber wirklich an Intel halten will, dann wird es eigentlich dieses Jahr noch Zeit für neue Pascal-Chips. Denn bei Intel fand dieser gewöhnlich im Jahresrhythmus statt. Und Pascal ist für einen Grafikchip ja eigentlich schon eine alte Sau. Ja, so wie ich halt. Und das sind erstmal die neuesten Infos von Fazilla mit etwas Monty gemixt. Nun aber natürlich wie immer auch meine persönliche Meinung dazu. Und das ist ganz schön schwer. Ich kann nämlich eigentlich nur sagen, ja, das kann so kommen, aber festlegen will ich mich da jetzt nicht wirklich. Weiterhin bin ich mir jedenfalls sehr sicher, dass ein Gaming Volta 2017 nicht mehr erscheinen wird. Und diese neueste Meldung bestätigt meine Glaskugel und mich ja eigentlich nur. Aber ich kenne Nvidia natürlich auch so langsam und weiß, dass Nvidia immer wieder für Überraschungen gut ist. Da lege ich mich nun folgendermaßen fest. Also, vorerst wird Nvidia das so kommunizieren, dass Volta tatsächlich eine reine Serverarchitektur ist und dann auch den entsprechenden Pascal Refresh bringen. Je nachdem, wie Nvidia aber von AMD unter Druck gesetzt werden wird, wird es 2018 dann aber doch noch einen Gaming Volta geben. Sicherlich nicht im Februar und sicherlich vorerst auch nur im High-End-Bereich.
Aber ich bin mir sicher, dass auch Gamer sich über Volta freuen werden dürfen. Nvidia wäre nämlich nicht Nvidia, wenn das nicht genauso kommen würde. Und wenn ich eine Wette eingehen müsste, ob ich 2018 die 100.000 Abos erreiche oder ob Volta für Gamer kommt, dann werde ich hier ganz locker und ohne jegliche Nervosität auf Volta tippen. Denn die 100k, die kommen hoffentlich, aber ganz sicherlich noch nicht 2018. Und nun ist wieder eure Meinung gefragt. Was denkt ihr denn darüber? Bekommen wir Volta auch in unsere PCs zu sehen oder nicht? Und damit dann wieder ab in die Kommentare. Und dass ich alle Kommentare lese und die meisten auch beantworte, das muss ich doch jetzt nicht extra wieder jedes Mal sagen, oder doch? Und wo wir gerade über Abonnenten sprachen. Nein, heute wird nicht um Abos und Likes gebettelt. Ihr seid schließlich alt genug, um das selbst zu entscheiden. Zumindest die meisten von euch. Aber ihr wisst ja, dass mein Kanal wachsen soll. Da das Thema Gaming-Tech aber einfach zu wenig Reichweite bietet, überlege ich aktuell, mein Kanalkonzept wieder ein klein wenig zu ändern. Dass in Zukunft auch mehr Konsolen kommen werden, habe ich ja bereits gesagt. Aber wie ist eigentlich euer Interesse, wenn es um Spiele-News geht? Ich dachte da zum Beispiel an eine wöchentliche News-Sammelfolge, zum Beispiel am Freitag, in der es dann nur um die neuesten Spiele-News für PCs und Konsolen geht. Und da ich meinen Abonnenten natürlich nicht auf die nicht vorhandene Krawatte treten möchte, frage ich natürlich vorher höflich nach, bevor ich das jetzt einfach so umsetze. Aber wer Interesse oder auch keins hat, schreibt jetzt einfach drauf los oder nutzt meine Umfrage hier oben. Denn nur mit Hardware sind die Wachstumschancen dieses Kanals einfach zu klein. Und auch heute darf der Kommentar des Tages natürlich nicht fehlen. Denn heute gibt es mal wieder einen Kommentar, der beweist, wie hart das Leben eines YouTubers eigentlich sein kann. Denn wie man es auch dreht und wendet, euch etwas recht zu machen, das ist ein Ding der Unmundigkeit. Na, wer hat's verstanden? ForeseenLP schreibt nämlich gestern unter mein 9 Minuten und 6 Sekunden langes Video, ich warte noch auf das 9 Minuten 59 Video. Gut, dass ihr meine Verzweiflung nach dem Lesen nicht gesehen habt. Da produziert man mal ein paar Videos, die relativ knapp über 10 Minuten gingen. Zack, gab bis Hate. Jetzt kamen mal einige Videos, die knapp unter 10 Minuten gingen und zack. Okay, kein Hate, aber sowas hier halt. Ich will nicht mehr, ihr macht mich echt fertig. Hilfe. Und ja, ForeseenLP, mir ist schon klar, dass der Kommentar nicht böse gemeint war. Trotzdem gibt es irgendwie immer wieder Facepalm von mir. Und auch wenn ich mich hier wiederhole und besonders, falls dieses Video nachher wieder knapp über oder unter 10 Minuten lang ist. Also nochmal für alle. Meine Videos werden, auch wenn ich viel drum rumlaber, nicht absichtlich auf 10 Minuten gestreckt. Noch wird etwas herausgeschnitten, damit sie keine 10 Minuten lang werden. Ich schreibe das Skript und das wird in der Regel auch zu 100% so übernommen wie geschrieben. Und dann ist das Video halt am Ende so lang, wie es halt ist. Ob nun 2 Minuten oder 10 Minuten und eine Sekunde. Und jetzt akzeptiert das endlich verdammt nochmal. So, das muss jetzt echt mal gesagt werden. Ich fühle mich auch schon viel besser. Mann, tut das gut. Und da ich mich jetzt gerade so gut fühle, gehe ich jetzt einfach mal faulenzen. Also, euch noch einen schönen Tag und jetzt heißt es abschalten oder Endcard gucken. Bis dann.